Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc, Sortieren von Zellen. Mit der Funktion Sortieren können die sichtbaren Zellen in einer Tabelle geordnet werden. Die Sortierung ist nach bis zu drei Kriterien möglich, die eine nach der anderen abgearbeitet werden. Die Funktion Sortieren ist praktisch, wenn Sie einen bestimmten Artikel suchen. In Kombination mit der Filterfunktion erzielen Sie noch bessere Suchergebnisse. Darüber hinaus ist die Sortierung oft nützlich, wenn Sie neue Informationen hinzufügen. Bei langen Listen ist es meist einfacher, neue Informationen am unteren Rand des Blattes hinzuzufügen, anstatt das Hinzufügen von Zeilen an der richtigen Stelle. Nachdem Sie Informationen hinzugefügt haben, bringen Sie die Daten mittels Sortieren der Tabelle wieder in die richtige Reihenfolge, einschließlich der hinzugefügten Daten. Markieren Sie die Zellen, die sortiert werden sollen, so zum Beispiel die Spalte B. Wählen Sie Daten, Sortieren, um den Dialog Sortieren zu öffnen. Und geben die entsprechenden Sortierkriterien und Optionen ein. Mit dem Dialog können Sie die ausgewählten Zellen nach bis zu drei Spalten oder Zeilen sortieren, entweder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Sortierkriterium 2 kommt dabei nur zum Zuge, wenn zwei Spalten bzw. Zeilen gemäß Sortierkriterium 1 identisch sind. Sortierkriterium 3 wiederum kommt nur zum Zuge, wenn zwei Spalten bzw. Zeilen gemäß Sortierkriterien 1 und 2 identisch sind. Darüber hinaus können Sie in der Registerkarte Einstellungen festlegen, was neben den Kriterien bei der Sortierung Berücksichtigung finden soll. Groß- und Kleinschreibung. Bei der Aktivierung werden Groß- und Kleinbuchstaben unterschiedlich behandelt. Standardmäßig wird zwischen Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden. Bereich enthält Spaltenbeschriftung. Standardmäßig wird nicht davon ausgegangen, dass die äußersten Zellen Zeilen- oder Spaltenbeschriftungen sind. Diese werden bei Aktivierung dieser Option nicht mitsortiert. Formate einschließen. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Dies bedeutet, dass die jeweiligen Zellenformate erhalten bleiben. Bei der Deaktivierung dieser Einstellung wird die Zelle im Format der jeweiligen Zielzelle formatiert. Natürliche Sortierung aktivieren. Bei dieser Funktion kann von der zeichensatzgebundenen Sortierung zugunsten einer umgangssprachlichen Sortierung abgewichen werden. Bei einer zeichensatzgebundenen Sortierung kommen die deutschen Umlaute Ä, Ö, Ü hinter dem Buchstaben Z, während bei einer umgangssprachlichen Sortierung das Ä zwischen A und B, das Ö zwischen O und P sowie das Ü zwischen die Buchstaben U und V einsortiert werden. Bei anderen Sprachen gibt es noch weitere Beispiele, auf die hier nicht weiter eingegangen wird. Benutzerdefinierte Sortierreihenfolge. Hier haben Sie die Möglichkeit, eigene Sortierregeln festzulegen. Diese werden in Extras, Option, LibreOffice Calc, Listen sortieren definiert und können dann in der Auswahlliste hier festgelegt werden. Standardmäßig sind einige Sortierungen für Tage und Monate definiert. Sortierergebnisse ausgeben nach. Normalerweise wird das sortierte Ergebnis an der Ursprungsstelle abgelegt. Wenn Sie hier ein anderes Ziel angeben, werden die sortierten Daten an die neue Stelle kopiert und die Ursprungsdaten bleiben erhalten. Achtung, sollten an der angegebenen Zieladresse bereits Daten sein, werden diese durch den sortierten Block überschrieben. Sprache. Die Auswahl der Sprache hat Einfluss auf die Option natürliche Sortierung. Richtung legt fest, ob spalten- oder zeilenweise sortiert werden soll. Standardmäßig wird spaltenweise sortiert, wenn die ausgewählten Zellen in einer einzigen Spalte sind. Ansonsten erfolgt die Sortierung zeilenweise.
Ein Tipp. Falls Ihnen eine Sortierstufe reicht, können Sie über die Icons aufsteigend sortieren bzw. absteigend sortieren, die Sortierung mit einem Mausklick vornehmen. Weitere Eingaben sind in diesem Falle nicht nötig. Das war unser Power for Dome Screencast. Ciao und viel Glück!